Moin, herzlich willkommen zurück hier zur 300. Ausgabe Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, ohne Gräben und ganz neu bei uns, auch wenn es schon ein bisschen länger draußen ist, aber ich habe vorher keine neue Aufnahmesession gehabt. In der Version 1.9, ja, ihr spielt die wahrscheinlich schon ewig, ich noch nicht. Ich spiele jetzt zum ersten Mal sozusagen. Ja, ging nicht eher. Ich hatte die ganzen Folgen bis einschließlich der 299 gestern Nachmittag, hatte ich alle schon produziert, bevor die 1.9 rauskam. Es gab schon Fragen in der Community. Jetzt wisst ihr warum. Ja, ich hatte einfach keine großartige andere Möglichkeit, weil ich so viel zu tun hatte und so eingespannt war. Und deshalb musste ich das dann alles schon vorbereiten. Wir sind immer noch mitten in der Ernte. Nein. Doch, sind wir schon, aber als erstes möchte ich mich natürlich bei euch für eure Treue, für eure Kommentare, eure Likes und eure Abos bedanken. 300 Folgen, Hammer. Hätte ich nie gedacht, dass ich das durchhalte. Das habe ich, glaube ich, bei Folge 100 schon gesagt und bei Folge 200 auch. Ja, danke auch fürs Einschalten bei den Livestreams, fürs Kommentieren, fürs Dabeisein. Ohne eure Unterstützung würde ich das Ganze nicht machen. Da würde das keinen Spaß machen. Und auch keinen wirklichen Sinn machen. Und ja, mal gucken, wie viele Folgen wir hier noch schaffen im LS17, bevor dann der LS19 kommt. Das, ja, lassen wir uns mal überraschen. Aber wir waren ja dabei, wie ich schon sagte, mitten in der Ernte. Mitten in der Ernte. Und dafür machen wir jetzt hier mal Feld 22 klar. Fangen wir an zu ernten. Die anderen ernten, weil die anderen Maschinen laufen. Feld 21 ist fertig. Jetzt geht's an Feld 22 dreschen. Ja, letztes Wochenende gab es ja auch mal wieder Livestream zu sehen. Danke, 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 wenn ihr dabei wart. Für eure Kommentare, eure Likes und so weiter, sagte ich ja gerade schon. Ich bin echt zutiefst bewegt, muss ich sagen. Und ja... Warum fährt denn mein Abfahrer nicht einfach mal hier mitten in den Weg? Mann, du. Das ist unfassbar. Er muss sowieso einen neuen Kurs einfahren. Das machen wir nämlich jetzt auch dann mal direkt. Ob ich den jetzt hier mit dem langsamen einfahre, weiß ich nicht. So, Kursaufzeichnung beginnen. Gucken wir mal, ob das gut geht, was ich hier mache. Ich habe ja teilweise Probleme mit den Abfahrerkursen. Ich habe ein paar Tipps aus der Community gekriegt, die ich, ja, mir auch zu Herzen nehme, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal eben kurz hier meine Karte größer machen, mal eben schauen, ob das überhaupt, ja, macht Sinn, was ich hier vorhabe. So. Ja, wie gesagt, Version 1.9 von der Karte, die kam für mich sehr überraschend, deshalb, ja, ich habe irgendwie gerade die Aufnahmesession abgeschlossen für die Folgen bis zur 299. Und abends kam dann die 1.9 raus. Ja, gut, kann man nichts machen. Ist ja nicht schlimm. So riesig sind die Änderungen ja nicht. Außer hier, ne, diese kleine, diese PDA-Map ist viel, viel detaillierter. Also richtig gut. Danke auch dem edlen Spender. Ja. Und ansonsten, ja. Das Quaderballenlager im Kuhstall. Ja, ich mache ja kaum Quaderballen, ich mache mal Rundballen, dafür habe ich draußen das große Lager. Ist aber cool gemacht, also gefällt mir gut, aber ich habe draußen ja das große Rundballenlager stehen. Und daher
So, jetzt wollten wir das aber ja nicht zu den Pferden bringen. Nicht zum Reiterhof. Gott. So, hier läuft fleißig. Wieder. Wir fahren jetzt einfach hier quer durch. Ist so. Wir fahren jetzt weiter zurück zu Feld 22. So, Feld 23 könnten wir uns eigentlich auch nochmal irgendwann kaufen. Ist auch schön groß. Aber immer sachte machen. Wie weit ist denn mein Drescher? Ja, der ist voll, war natürlich klar. War ja klar. So. Dann fahre ich hier nämlich einfach. Hier hin. So, und Feld 22. AV. Klar. Ja. So, du suchst auf Feld 22 bitte. Erster Punkt gerade anfahren. Auch richtig. Einen passenden Wegpunkt und damit müsste er eigentlich dann schon automatisch schön direkt zu meinem Drescher fahren, der irgendwo da oben steht. Da steht er. Ich möchte mir mal abgewöhnen, immer mehr diese Cosplay-Fenster zuzumachen. Ich gelobe da Besserung. Ich hoffe, dass ich daran denke, das immer zu machen. So, wo ist denn der andere Abfahrer? Ja, okay, der ist alles okay. Der wartet hier. Feld 14 ist nämlich fertig mit Abfahren. Der fährt da gerade hin. Der ist nämlich auch fertig. So, wo sind meine ganzen Abfahrer hin? Ich muss mal eben hier durchsetzen. Da. Feld 22 suchst du dir mit dem Drescher. Erst den ersten Punkt gerade an. Und du fährst Feld 22 Haferflocken. Am ersten Weg. Power einstellen. So. Damit müsste der jetzt eigentlich schon da mehr oder weniger vernünftig hinfahren. Klar, quer durchs Feld. Ja, mal gucken. Ja, doch, er müsste an dem Teich vorbeifahren. Das müsste funktionieren. Da ist ja dieser kleine See. Und, das müsste spielen. Hoffe ich. Ja, das Abbunkern funktioniert ja auch auf Feld 22. Jetzt gerade nicht viel zu meckern, muss ich mal so sagen. Wenn der hier jetzt auch nicht irgendwie immer ständig im Kreis fährt. Super.
geklärt. Dann können wir ja uns hier zum Drescher auf Feld 14 switchen. Zu dem hier. Und Feld 16 haben wir Gerste. Die muss noch geerntet werden. Krass, haben wir noch viel zu tun. Na, wobei, es sieht ja schon ganz gut aus. Das ist ja schon nicht so schlecht. So, also, er hier fährt auf Feld 16. Das ist ja nun nicht wirklich weit. Können wir das eigentlich auch offen lassen direkt? Feld 16 dreschen. Okay, wo bin ich denn? Okay, da hinten fangen wir an. Ja, gut. Von mir aus. Was soll er machen? Haben wir auch noch nicht. Ja, die Meldung gucke ich mir gleich an. Ich sehe, da steckt einer fest. Folge 300. Unfassbar. Unfassbar. Wie viel Zeit das auch ist. Also, nicht nur die reine Spieldauer, sondern auch die ganze Vorbereitungszeit, das Schneiden, das Hochladen, die Thumbnails machen und so weiter und so fort. Also ich beschwere mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Es macht ja Spaß, sonst würde ich es nicht tun. Ich mache es ja nicht, weil ich damit jetzt irgendwie... Jetzt kann ich hier noch nicht ernten. Abfahrer rufen. Kommt jetzt ein Abfahrer? Jetzt gerade einer auf den Weg gemacht? Nee, hat er nicht. Kann auch nicht. Platz da. Kannst du dich da nicht einfach da im Weg stellen, Vollhonk. So. So, der ist jetzt leer. Der holt jetzt ein bisschen Weizen. Gleich von Feld 16. Können wir schon mal den Kurs raussuchen. So, weil ich habe da noch Weizen im Korntank und das ist aber ein Gerstenfeld. Ja, macht natürlich gar keinen Sinn. Oh. Könnte ja theoretisch, wenn ich den Zeit hätte, auch schon wieder mit einer Aussaat der neuen Früchte beginnen, aber... So, ja, ist doch. Läuft doch. Das läuft auch.
Ja, super. Gerade denn hier Silo Mühle. Muss ich erstmal gucken, was wir denn überhaupt noch im Silo haben. Die erste haben wir nicht mehr, aber Weizen haben wir. Weizen würde ich aber erstmal gerne gucken, ob ich noch Weizen bei der Brauerei brauche. Ja, Weizen kann ich noch gebrauchen. Hopfen kann ich hier auch noch gebrauchen. Dann fahre ich doch erstmal hier zur. Fahre ich doch erstmal zur Brauerei. Nö, wieso macht er das denn jetzt nicht? Hat er auch sonst die ganze Zeit gemacht. Halt am Fahrer entlassen, ja, aber du musst doch einmal abkippen, bitte. Unglaublich, Leute, schickt das Arbeitsamt, ey. Mann, 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 das gibt es nicht. Einmal leer machen, bitte. Ja, super. Okay, vielen Dank. So, das Letzte, was wir jetzt machen, ist, den hier auf den Weg zur Brauerei zu schicken und da Weizen hinzubringen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder. Ja, ich sagte ja schon, vielen Dank für eure Treue, für euer Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Ja, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt mich auf meiner Homepage besuchen. Oder nächstes Wochenende, denke ich, wird es auch wieder einen Livestream geben. Und in diesem Sinn sage ich dann erstmal nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue und fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis morgen. Ciao!